Es ist wieder ein wunderschöner Tag hier in Kabul, Afghanistan. Das Wetter ist zwar nicht sonnig, aber es ist relativ warm. Um die 24 Grad, schätze ich. Und jetzt gehe ich ein bisschen hier durch die Straßen, um euch das Leben in Kabul zu zeigen und auch zu zeigen, dass es schön und sicher ist. Wir sehen, es gibt hier kleine Geschäfte. Es ist Mittagszeit. Hier links gibt es ein Blumengeschäft. Hier gibt es viele Blumengeschäfte. Ja, hallo, Salam Alaikum. Ja, hallo. Ich bin schon 3 Wochen in Afghanistan, aber ich bin noch nie in dieser Straße gewesen. Es gibt so viel zu erkunden. Erstmal vielen, vielen Dank für alle, die mein Video geschaut haben. Ich bin überrascht, ohne irgendwelche Subscribers. Das erste Video hat direkt schon 12.000 Views in einer Woche. Das ist mehr als mein Kanal mit 9.000 Subscribers, wo ich auf Englisch spreche. Ich denke, ich sollte mehr Videos auf Deutsch machen, da anscheinend doch genug Leute interessiert sind, auch hier auf Deutsch das Leben in Kabul zu sehen. Ja, der einzige Nachteil ist, wenn ich mit den Leuten spreche, muss es hier auf Englisch sein, da nur sehr wenige hier Deutsch sprechen. Ja, es sind halt auch viele Leute, die kein Englisch sprechen, aber Englisch ist natürlich immer noch mehr gesprochen als Deutsch. Ja. Heute um 3 treffe ich einen Afghanen in einem Restaurant und er spricht sehr fließend Deutsch. Er kann euch ein bisschen erzählen über das Leben hier und warum er so fließend Deutsch spricht. Ihr seht, die Straßen sind sehr sauber. Alles ist gepflegt. Noch mehr Blumen. Souvenirs. Ich möchte mich noch mal korrigieren. Es sind nur 16 Grad heute. Obwohl in der Sonne fühlt es sich sehr warm an. Hier sieht man auch DHL. Ja. Das größte deutsche Postunternehmen. Also hier ist DHL. Die Hauptstation. Es sind auch noch schöne Geschäfte. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Diese Straße. Es gibt so viel zu erkunden. Ja, ich dachte einfach, ich laufe durch die Straßen und schaue mir das Leben an. Das mache ich immer gerne. Hier Tabak, Shisha-Tabak. Ja, ein Skorpion aus Afghanistan. Sehr interessant. Er verkauft Fußbälle. Also da vorne ist der Taliban-Checkpoint. Gehen wir aber hier lang. Also ist das die Chicken Street. Ja, das wird gebetet. Das sind viele Geschäfte in diesem Einkaufszentrum. Souvenirs aus Afghanistan. Schöne Kleidung. So, das ist hier die berühmte sogenannte Chicken Street, die Hühnerstraße. Obwohl es hier keine Hühner gibt, gibt es viele Antiquitätenläden. Ja, Ramsch. Viel schönes Zeug für Bares, für Rares. Falls ihr die Sendung kennt. Ja, obwohl noch nicht hier. Hier ist die Kleidung, Essen. Ja. Und hier drüben ist auch ein schönes Teppichgeschäft. Hallo, hallo. Hi, do you have a 9-11 carpets? 11, yes. Yes. Schöne Teppiche hier. Seine 3 Söhne sind in Deutschland. So, sie sind nach Deutschland geflohen. Weil als die Taliban das Land übernommen haben. Okay. Das sind die Teppiche. Ah ja, sehr schöne Teppiche. Made in Afghanistan. Jetzt kommen die interessanten Teppiche. Okay. Ah ja. Da sieht man die Flugzeuge, genau. Hier, ihr könnt es. Sieht Twin Towers. So. This is ja, so. Wenn jemand einen Teppich möchte, sagt mir Bescheid und ich bringe ihn mit nach Deutschland. Ich komme im Dezember nach Hause. Ja. Also kann ich gerne Teppiche mitbringen. Ihr müsst nur den Teppich bezahlen und die Versandkosten. Der Teppich kostet, glaube ich, 20 Euro. Ja, das ist like $20. Aber der Versand. Ja, because I have
Ich habe kein Gepäck mehr, deshalb muss ich extra Gepäck kaufen. Also sagt Bescheid, falls ihr einen Teppich möchtet oder was anderes aus Afghanistan. Ich bringe es gerne mit. Ja? Talk Farsi to the people in Germany. Man میتونم فرضی گپ بزنم خودم از ولایت ایراد به کابل دکان دارم اوکی یس فامیل ما سه بچه پسر ما به جرمنی زندگی میکنه آه یا دو تا یکی با فامیل دو تا دیگه مجرد یک بچه همراه فامیل به ایتالیا زندگی میکنه اوکی این تقریبا یک سال دو ماه میشه رفته به جرمنی و جرمنی رفتم تقریبا 50 نفر به جرمنیه از فامیل ما What is your name? My name is Abdelkadir Rauf. Abdelkadir, thank you very much. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ihr seht, die Leute sind sehr freundlich, aber man muss halt auf Englisch kommunizieren. Deshalb schaut euch meinen englischen Vlog an, My Expat Diary. Ansonsten hier auf Deutsch, was auch immer ich finden kann. Oh, schöner Eiffelturm, Paris. Ja, und hier noch mehr Teppiche. Bitte sagt mir auch Bescheid, was ihr sehen wollt, weil ich weiß ja auch nicht, was ich filmen soll noch. Ja? Außer das Leben hier in Afghanistan. Ja. Ja, hier gibt es etwas zu essen. Reis mit Hühnchen. Kartoffeln, Fleisch und Zuckerrohrsaft. Sehr lecker. Nüsse und Antiquitäten hier. Links und rechts. Ja, ich weiß nicht, ob es was Gutes für Bares, für Rares gibt. Teppiche auch, aber es gibt hier Steine, alte Sachen. Ja, also ich habe schon ein Video gemacht auf Englisch über diese Antiquitätenläden. Schaut es euch es an. Auch ein sehr schöner Antiquitätenladen hier drüben. Hatten wir letztens besucht. Sie haben teilweise Sachen bis 10.000 Euro. Aber auch günstige Sachen. Man findet alles hier. Hier, alte Römermaske. Obwohl, sie ist, glaube ich, nicht original. Nicht alles ist original hier. Und ich bin kein Experte dafür. Das ist ganz frisches Brot. Heiß begehrt. Viele Leute warten. Was kostet das Brot? How much is the bread? Es gibt also auch Leute, die kein Englisch sprechen. Oder nicht sprechen wollen. Man weiß das nicht. Ah, die Kinder. Die Kinder wollen etwas zu essen. Ich habe leider kein Kleingeld. Ich muss etwas kaufen. Bonbons vielleicht. Ja, ich habe auch ein Video gemacht über die Kinder. Die sind zwar sehr lieb, aber nicht alle. Es gibt viele diebische Kinder. Man muss aufpassen. Yes? What do you have here? What is this? Was ist das? Oh. What is this? Was ist das? Zum Essen? You eat this? Span. Span. Da kann man nicht essen. Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht, was das ist. Holen wir ihr mal etwas zu essen. Möchtest du ein Brot? Möchtest du etwas essen? Das? How much? Wie viel kostet das? How much is this? Darpa. Okay, can I get one? Ja. For her, yes. Give it to her. The 20. Was ist 20? Ja, einfach. Ah, sie wechseln das Geld. Dann gib mir noch einen. Genau, bitte. Yes. Okay, thank you. So. Ah ja, lecker, ja? Gutes Brot, 10 Cent nur. Besser als die deutschen Bäckereien. Na, die deutschen sind aber auch sehr gut. Aber etwas teurer.
Ah, Euro. 50 Euro Schein. How are you? Gut. Deutsch? Nein. Dollar? Deutsch. No, you speak German. Thank you. Hier gibt es noch andere Sachen. Stifte. Uhren. Kleidung. Kinder, ja. Lecker. Ist sehr gut, das Brot. Wir essen das Brot jetzt zusammen. Ich kann auch nicht die ganze Zeit reden. Das soll ich hier noch dokumentieren. Ich zeige euch einfach die Straße und das Leben. Hier Mais sehr häufig. Sie kochen es. Er klebt aber immer so zwischen den Zähnen, deshalb mag ich ihn nicht so gerne. Kleidung für Kinder. Schöne Schuhe. Pomegranate, sehr, sehr lecker. Hier, diese Musik hört man hier oft. Die ist auch erlaubt. Ja. Hier gibt es ist die Möbelstraße. Hier haben die Gesichter abgemacht. Na, die Leute sitzen immer gerne in den Schubkarren. Das ist sehr gut. Sie arbeiten und können sitzen. Socken. Dicke Socken für den Winter. Diese sind gut. Sind schön warm. How much? Wie viel kosten die? 50. 50, alright. 50 Cent, sehr gut. Ein neues Paar Wintersocken für 50 Cent. Ist billiger als Kick. Ja, kann man nicht meckern. Alles günstig hier. Here my new friend. Ja. And? Ist du Englisch? No. No? Ah ja, wie von Kabul? Kabul. Ah, Kabul. Der ist von den Afghanen in Germany, in Deutschland. In Germany. In Deutschland, in Germany, yes. Du hast es her, Afghanistan, Zindabad. Zindabad. Ja, lang lebe Afghanistan. Ja, okay, danke schön. Ich mag die Leute hier auch in den Schubkarren. Sie chillen hier so schön und sitzen. Oh, hallo. Oi, oi, oi. You're very comfortable. Cheers. Ja, Englisch? Deutsch? Alman, ja, in Alman, many Afghan people. Ah. Very nice. Can I have a seat? I want to sit in there. Is it comfortable? Ah. Oh, it's perfect. It's very comfortable. It's a very nice chair. Yes. Yes. You can feel him, yes. Sag mir, was ich den Leuten sagen soll, vielleicht auf Farsi oder Pashto, damit sie mit mir reden. Vielleicht eine Nachricht an die Deutschen, also an die Afghanen in Deutschland. Ja, okay. Tashako. No, it's okay, I have to walk. Tashako. Thank you. You see, people are super nice here. Also die Leute sind sehr, sehr freundlich. Ja, es ist halt immer schwierig, von Englisch auf Deutsch zu wechseln. Deshalb rede ich lieber nur auf Englisch. Oh, hier, ein Fahrradshop. Es gibt alles. Die Gewürze sind auch schon bunt. In so vielen Farben. Wow. Very, very colorful. Englisch? Nein. Deutsch? Nein. Ja, Farsi. Farsi. Wow, so schön bunt hier. Was das für Gewürze sind. Ich kenne es gar nicht. Alles exotisch. Da Ingwer. Wunderbar. In Afghanistan spielen die Leute Lotto. Aber nicht um Geld, sondern um ein Visum zu bekommen für die USA oder vielleicht sogar für Deutschland. Das ist sehr interessant. Wo sind diese Stöcke? Das ist für die Zähne? Ja. Das ist like die Zahnbürste. Like Ja, gibt es solche Zahnbürste in Deutschland auch? Was? Ohne Zahnpasta. Ja, you? Schul, ja. You just push it like this. Ah, that's why his teeth are very white. Very good teeth. Sehr weiße Zähne hat er. Ich vergesse immer meine Tasche zuzumachen. Aber das Gute hier in Afghanistan ist, dass es sehr sicher ist.
Es ist, ich würde sagen, genauso sicher wie in Deutschland. Es gibt, oder sicherer, es gibt keine Taschendiebe. Denn wenn jemand klaut und sie erwischt werden, wird die Hand abgehackt. Ja, deshalb ist es sehr, sehr sicher. Obwohl ich weiß nicht, wie streng sie hier sind und was passiert, wenn sie erwischt werden. Jedenfalls sind die Leute sehr freundlich. Oh, das gibt es. Das Red Bull ist mit Chicago Bulls. Ja, mit dem Basketballteam haben sie das Logo. Sehr kreativ. Hier viel Mann auf der Straße, Brillenoptiker. Ja, ich habe sogar meine Kamera immer dabei. Aber ich muss mir keine Sorgen machen, denn ich fühle mich sehr sicher hier. Und nach 3 Wochen ist mir noch nichts widerfahren. Schauen wir doch mal in die Nebenstraßen, was es dort gibt. Ich kann es nicht lesen. Ja, hier sieht man ein bisschen das Leben. Und das nicht so voll wie auf der Hauptstraße. Es gibt ein paar Hunde. Kiosk. Ja, und man sieht, die Häuser sind nicht so gut wie in Deutschland. Ein bisschen heruntergekommen. Aber ich mag es auch. Hier gibt es einen Müllsammler. Hallo. You want some food? I have it. Thank you. So, ein bisschen Essen für die Leute. Die Kinder. Was machen die Kinder hier? Andi? Fischen, hallo. Wie geht's? Hallo, hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, wow. Sie sprechen ein bisschen Deutsch, wenn man es ihnen unterrichtet. Ich gehe einfach mal willkürlich durch die Straßen, weil es einfach interessant ist zu sehen, wie die Leute leben. Ist das eine Sackgasse hier? Ah ja. Das passiert, wenn man ohne Plan durch die Straßen geht. Zurück in die Hauptstraße. Ja? Ja. Ja, ja. Afghanistan, Sindabad. Also das ist fein, Sindabad. 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 Ja. Hallo, danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Ja, sie spricht alles nach. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ne, auf Wiedersehen ist zu schwer. Zu schwer, aber ach, süß, die Kinder hier. Ist das kein Grund? Ist doch besser als Mallorca, wo die Deutschen hinfahren. Wie wir hier in Kabul Urlaub machen. Der bringt Wasser. Ich glaube, sie haben hier kein fließend Wasser. Also Armut hier ist schon ein Problem. Ja. Wie heißt du? Wie geht's? Ja. What is your name? Englisch? No English. Farsi. Ah, Farsi. Tashako. Ja, das ist alles, was ich kenne. Tashako. Kommen wir zum Fischmarkt. Interessantes Restaurant hier. Ich sehe die Wrestling-Bilder. Ah, wer ist das? Who is this? I see you have wrestling pictures. Old champion. Ah, the old champion of Afghanistan. He is from his restaurant. No. Oh? My father is friends. Is this him? Oh, my father. This is your father? Oh, champion. Ah. Imamuddin. Ah, I see. And where can I see the wrestling? Where can I see the wrestling? In Afghanistan, Russia. Okay. Very nice. Thank you, Tashako. Tashako, thank you. So, ihr seht, es geht nicht ohne Englisch. Man muss halt ein bisschen Englisch sprechen. Ja, David. Ah, die Kinder schon wieder. Ja, David. Ja, ich brauche mehr Brot. Ja, David. Ja, was möchtest du haben? Kekse? Das hier? Wie viel ist es? Wie viel? Ah, es sind so viele Kinder, ja. Das ist das Problem. Was soll ich machen bei so vielen Kindern? Ich kann ja nicht allen etwas kaufen. Letztes Mal habe ich 1 Kilo Bonbons gekauft und die Kinder haben es gestohlen. Deshalb habe ich ein bisschen Angst. Aber man sieht, das Mädchen hat jetzt den Dollarschein und wechselt es. Dann kann ich ihr diesen Kuchen kaufen.
Ja, sie bringt das Geld, ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön. How much is this? Is it enough? Ah, ja. Okay. Nein, nein, nein. Sorry. Jetzt kommen sie alle. Da ist das Problem. Sobald man ihnen etwas gibt, kommen sie alle. Ja, und jetzt werde ich hier ein bisschen verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, wer schon was bekommen hat. Hier gibt es Bonbons. Vielleicht kaufe ich ein paar Bonbons für die Kinder. Welche Bonbons sind denn gut? Ja, wir kaufen ein paar Bonbons. Easy. Ja, how much is it? Schon das wäre. 240. Das sind fast 3 Euro. Ist die Frage, ob sich das lohnt oder ich lieber kleinere Sachen kaufe. Ja, ich hatte alles. Was? Du sagst mir, ich nehme gerade die Miete. Doch. Go for him. So, Vicente. Enough. So, genug. Es reicht. Ja. Ja, wie ihr seht, die Armut hier ist ein großes Problem. Ein paar Spenden würden vielleicht helfen. Obwohl, wir haben ja alle nicht so viel Geld. Deshalb ist es nicht leicht. Eine Passporthülle. How much is it? 50 Cent, ja. Das ist gut, wenn ich in Deutschland einreise. Was verkaufen Sie hier? Ah, ID-Card. Ah, yes. Oh. Kann man die Karten machen. Eine Apotheke. So, eine Packung Ibuprofen, da ich ein bisschen krank bin, 30 Cent. Paracetamol, 30 Cent. Und hier gibt es iPhones. You have iPhone? 14? Nein. Ja, nicht das Neueste. How, you have iPhone 14? Ja. How much is it here? 1500 Dollars. 1500, 1500 Dollar, okay. Germany. You are from Germany? Yes, and this is for Afghan people in Germany. They are watching. I want to go to Germany. You want to come to Germany? You need to learn language. Yes. Guten Tag. Dankeschön. I want to go to Germany. Yes, you need to learn the vocabulary. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Well, I teach everybody here the German. Also, Deutsch. Ich sage den Leuten immer alles auf Deutsch, aber ich sollte vielleicht selber mal auf Wiedersehen in Parsi lernen. Ja? Dari, Parsi, Pashtu. Ich kann halt nur Dankeschön, aber nicht auf Wiedersehen. Oder guten Tag. Weil Salam Aleikum, sagen sie. Aber, ja. Hier ist der Markt, ein bisschen Chaos. Aber wie man sieht, ist es sicher. Es gibt sogar iPhone, das neueste iPhone. Für 1500 Euro. Ist nicht günstig. So. Jetzt müssen wir über die Straße, über dieser schönen Moschee vorbei. Taxi. Es ist etwas chaotisch, aber es geht noch. Nicht so schlimm. Was machen Sie hier? iOS installieren. Welche Dienstleistungen es sind, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde mir gerne noch so einen Schal kaufen, wenn es das gibt. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht hier. Oh, hier gibt es sogar Goldketten. Wow. Juweliere. Hallo. Jewelry area. Jewelry. Yes. Juweliere. Wow. Den Leuten geht's nicht so schlecht hier. Wow, das ist ja wohl prachtvoll. Sehr interessant. Is it real gold? Real gold? It's real. Yeah. Well, is it very expensive? It's not too much. How much is one? It's per gram. How much is 1 gram? About 4,000. 4,000, okay. 1 gram kostet 45 Euro. And how much gram is 1 ring? It's different. On average, like a light one? 1.5 gram, oh. So 60 Euro. So it's gold coated, right? Yes. Oh, okay. 18 Karat. Wow. 18 Karat. Sehr interessant.
Do you have any friends in Germany? There is my brother, my sister. They're in Germany? Yes. Where in Germany? Hamburg. In Hamburg? Sprichst du etwas Deutsch? I don't know Deutsch. You don't know Deutsch? Yes. Okay. And why you don't come to Germany? I will come. Yes, inshallah. I hope you can come to Hamburg. You're welcome. Thank you so much. Yes, thank you so much too as well. Come to Germany. Auf Wiedersehen. Die Menschen hier sind wieder viel zu freundlich. Ja? Sie wollten mir etwas zu trinken anbieten, zu essen. Ja? Zu freundlich. Na, ich kann es nicht annehmen. I can't accept this. No, I can't accept this. No, but thank you. Thank you, thank you. No, no. Too much. Please take it. I take the Fanta, okay? All right. Thank you very much. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich die Fanta angenommen habe. Aber nichts annehmen. Sie wollen ja auch etwas geben. Es kostet 30 Cent. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Die Leute sind unglaublich freundlich hier. Also deshalb, mein Plan ist, noch 2 Wochen hier zu bleiben. Das heißt 5 Wochen insgesamt Afghanistan. Ja, ich glaube, die wenigsten Touristen bleiben so lange hier. Ja, es gibt Touristen. Ich habe heute zum Beispiel einen Mazedonier und 2 Norweger getroffen. Und sie sind hier nur für 6 Tage. Ja, sehr kurz. Wenn ihr jemanden sehen wollt, der hier auch lange ist, Emma. Wandering Emma. Sie ist auch schon seit 2 Monaten hier und macht viele Afghanistan-Videos, aber auch nur auf Englisch. Gehen wir noch ein bisschen durch die Straßen und schauen, was wir finden. Die Kinder lassen mich nicht in Ruhe. Ja, ich habe ihnen ein paar Bonbons gegeben, aber sie folgen mir jetzt alle. Ja. Ich glaube, er hat noch nichts bekommen. Hier. Du hast noch nichts bekommen. Hier. So, genug, die Kinder haben schon. Genug, genug. Genug, es reicht. Ja. Genug, nein. Nimm! Die Kinder sind verrückt. Man kann hier nicht durch die Straße gehen. Ja? Nein. Sie haben schon genug Bonbons. Nein. So, hier ist der Markt. Genug, nein. Genug, genug. Sie wiederholen. Ich habe gesagt genug. Jetzt sagen sie alle genug. Man muss aufpassen. Die Kinder sind sehr gefährlich. Nein. Nein. Die Kinder sind so nervig, sie lassen einen nicht in Ruhe. So, jetzt kommen wir in den großen Markt. Das Einzige, was mir einfällt, ist, die Süßigkeiten zu nehmen und sie wegzuwerfen. So, jetzt sind die Kinder weg. Jetzt aber schnell, bevor sie wiederkommen. So, hier ist der Markt. Polizei. Ich glaube, hier ist dieser Tempel. Ah, ich glaube, hier gibt es das Grab. Sharif! Die Frage, ob Ausländer hier rein dürfen oder wegen der Kamera. Vielleicht eine Genehmigung. Das ist schön, eine kleine Oase neben dieser chaotischen Straße. Hallo, Englisch? Yes, I would like to visit. How much is it? Ah, international visitors. Ah, 350. Wow. Okay, okay. All right, I come back later. Thank you. So, für Ausländer kostet es 350 Afghani. Das sind knapp 4 Euro. Ich treffe jetzt aber den Deutschen in einer halben Stunde. Deshalb denke ich, komme ich wieder, wenn ich mehr Zeit habe. Und schaue mir dann diesen Ort an. In der Zwischenzeit gucke ich mal, was sie hier noch auf diesem interessanten Markt zu bieten haben. Oh. Ja, hier gibt es ein behindertes Kind. Ich habe ihm schon ein paar Bonbons gegeben. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Ja, es reicht leider nicht. Sorry, sorry. No, I'm sorry. Aber sie sind teilweise ziemlich aggressiv. Sie stellen einen in den Weg und lassen einen nicht gehen. Ja, man gibt ihnen etwas, aber das Problem ist, wenn man ihnen etwas gibt, dann wollen sie oft noch mehr. Und sind noch hartnäckiger. Und das tut mir leid, weil ich würde gerne allen was geben, aber leider habe ich auch schlechte Erfahrungen, da die Kinder dann oft teilweise undankbar sind und noch gieriger werden, wenn man ihnen was gibt. Und es gibt vor allem Kleidung hier, schöne Sandalen, Männer und Frauen. Und wie man sieht, Frauen können auch hier sich frei bewegen. Ja, wie auch manchmal behauptet wird, sie dürfen nicht alleine durchs Haus, das stimmt nicht. Ja, sie dürfen natürlich alleine einkaufen gehen. Oh, hier gibt es sogar H&M. H&M, was ist das? Ein Schal.
Ach so, ich brauche auch noch einen Schal. Aber einen Schal für Männer. Ja, vielleicht, wenn ich mir den Schal überziehe, merken sie nicht, dass ich Ausländer bin. Ja, ein bisschen undercover. Aber ich muss sagen, sie haben sehr schöne Kleidung hier. Viele interessante Sachen. Oh, es riecht sehr gut. Sehr gute Gewürze haben sie hier. Jetzt sind wir hier an der Kreuzung. Es gibt also viele Geschäfte hier. Viele Menschen. So, ich möchte noch einen Schal kaufen. Jetzt die Frage, welches Design? Hallo? Was kostet es? How much? 200. So, meiner hat 50 gekostet. Dieser ist etwas schöner. Made in India. Ah, so. Do you have any message to the Afghan people in Germany? In Pashto. In Pashto, yes. In Germany, Afghanistan, the most poor is the most poor. The poor is the most poor. Okay. Thank you. Banana. Thank you. Banana. So, jetzt bin ich im Taxi. Ja, es kostet 150, also 1,80 Euro für 10 Minuten, 2,7 Kilometer. Ja, so, ich gehe jetzt zu dem Restaurant, wo ich den Deutschen treffen werde, der mich zum Essen eingeladen hat. Also nicht den Deutschen, sondern einen Afghanen, der Deutsch spricht. How are you doing? Okay, good. Yes, good English? No English. Sie sind verrückt, der Verkehrspolizist hat einen Metallstock, mit dem der auf die Autos kloppt. Ja. Manchmal haben sie Gummi, aber dieser hat einen aus Metall. Damit zerkratzt er einem doch die Haube. Es ist very bad for the car. Yes. Keine Ampel, sondern ein Verkehrspolizist mit einer Eisenstange. So wird das hier geregelt. Jetzt sind wir durch. Ah, der Verkehr. Der Verkehr hier ist wirklich furchtbar. So viel Stau im Zentrum. Ja, obwohl im Rest der Stadt geht's, aber das ist die verkehrsdichteste Kreuzung des ganzen Landes. Bin ich mir sicher, des ganzen Landes. Hier ist das Restaurant. Wo ist der Eingang? Hier das Bashir? Ja. Für die Deutschen. Ja, die Afghanen und Deutschen. Ist es etwas dunkel? Oder? Etwas heller vielleicht. So, es gibt hier Gebete im Restaurant. Es ist ein sehr schönes Restaurant. So, ich bin hier mit Bashir. Bashir, ja? Ja. Bashir. Bashir hat wie lange in Deutschland gelebt? 12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Und wo in Deutschland? In Bergestraße, Berns im Süden. Ah, okay. Das ist im Süden, Süddeutschland. Ja. Ja. Und du bist aber wieder zurück nach Afghanistan gekommen? In 2002. Ja, warum? Ja, die politische Lage hat sich geändert. Ja. Und alle Politiker sind auch in Afghanistan gekommen, ja. Und habe ich mich auch interessiert, okay. dass ich nach Afghanistan komme und was ich kann für mein Heimatland. Ja. Ich habe sehr viel versucht, ja. Ich habe hier viel gearbeitet in ja. verschiedenen Sachen, dass die Menschen hier bedürftig waren. Ja. Ich habe bei UNHCR gearbeitet, ja. In meinem Heimatland 260 Häuser gebaut. 260 Häuser? 260 Häuser gebaut für die Menschen. Unsere Häuser waren alle kaputt. Aha. Alle Dorf war kaputt, kein ja. Haus gegeben. Damals, ja. dass ich aus Deutschland gekommen. Und ich habe versucht, das Dorf wiederzubauen. Ja. Und habe ich das Dorf gebaut. Und ich bin in diesem Verlauf 20 Jahren oder 80 Jahren, ich bin alles alles Held oder alles? Wie meinst du? Du hast alles geholfen? Ja, ich bin in High Position. In einer hohen Position? In meinem Dorf. In deinem Dorf hast du eine sehr hohe Position. Ja, ja. Ja? Die alle hatten mich alles, wie nennt man das? Ich habe vergessen. Alles Boss. Du warst der Boss für alles, wie der Bürgermeister. Ja, genau. Bürgermeister, nein. Keine Bürgermeister, aber das hohe Position. Eine sehr hohe Position in deinem Dorf. In meinem Dorf. Okay. Ja.
Und ich habe viel gearbeitet in meinem Heimatland dort. Und jetzt, früher habe ich auch in landwirtschaftliche Sachen versucht, dass ich mehrere Land in Agrarbusiness investieren. Und habe ich mindestens 100 Hektar Land in Pacht genommen von Government. Und ich habe Weizen und Kartoffeln und anderes gebaut dort. Ah ja, in der Agrarwirtschaft, in der Landwirtschaft. Ja, 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 ja. Und was machst du jetzt in Kabul? Jetzt, ich mache nichts, weil die Taliban sind gekommen und alle sind arbeitslos. Ah, Man kann nicht was machen zurzeit. Ja. Ist etwas schwerer. Ja. Aber wir sind froh, dass das Krieg ist vorbei. Ja, der Krieg ist vorbei, genau. Frieden ist, es ist sicherer jetzt. Ja, Menschen sind auch froh, dass der Krieg vorbei ist. Ja. Wir versuchen weiter. Wir sehen, was wir können in unserem Heimatland. Okay. Und hast du noch Freunde in Deutschland? Freunde. Oder Familie? Familie. Familie ist noch in Deutschland, ja. Okay. Und kommst du sie besuchen oder kommt sie dich besuchen? Ja, zweimal sie sind zu Besuch gekommen. Meine Frau und mein ältester Sohn. Ja. Und sie wohnen immer noch in Deutschland. Ja. Ja. Und möchtest du nicht nach Deutschland kommen und sie besuchen? Ja, ich habe versucht, aber... Die Visum ist schwierig jetzt. Ja, es gibt keine Botschaft. Ja. Seit langer Zeit haben wir keine Botschaft in Kabul. Ja. Seit den Taliban? Nee, früher. Schon vorher schon? Ja. Die haben eine, wie heißt das? Bombe. Explosion, ja. Ah ja, sie hatten die Bombe gehabt. Große LKW haben Explosion explodiert und die deutsche Botschaft war kaputt. Ganz kaputt. Ja. Und seitdem ist geschlossen. Oh, seitdem schon ist geschlossen. Ja, mindestens 5, 6, 7 Jahren. Sechs Jahren ist geschlossen. Okay. Ah ja. So, es gibt ein Getränk und einen Obstsalat zum Essen. 2 Euro. Der Obstsalat hier immer mit Joghurt oder Mayonnaise. Ich weiß nicht, sehr häufig haben sie so eine Soße da drauf. Ja. Und es ist schwierig jetzt mit der Familie. Ihr seid getrennt und ihr seht euch so selten. Die Kinder, telefoniert ihr oft? Ja. Ja, das ist gut. Und sie sprechen auch fließend Deutsch? Ja. Nee, wir sprechen unsere Sprache. Ah ja, Farsi. Ja, Pashto. Pashto, ihr seid Pashtun. Ah ja, ich spreche Pashtun. Okay, verstehe. Und meine Kinder alle sprechen Pashto zu Hause. Ah ja. Jetzt auch. Ah, jetzt immer noch, das ist gut. Farsi und Pashto, die sprechen beide Sprachen. Ah ja. Ich habe versucht zu Hause, dass wir unsere Muttersprache nicht vergessen. Ja. Ja. Und sie sprechen immer noch. Verstehe. Und was ist dein Plan für die Zukunft? Möchtest du nach Deutschland kommen oder kommen Sie nochmal zurück? Weil für Sie ist es leichter, hier hinzukommen. Nein, ich will lieber hier bleiben. Dir gefällt es hier in Afghanistan. Ja, warum? Ja. Ist mein Heimatland. Die Heimat, ja. Ja. Okay. In Deutschland, ich habe sehr gute Erfahrungen. Ja. Die Leute sind sehr nett. Ich habe sehr viele Freunde gehabt damals. Ah. In hoher Position, ich habe mit Leuten Freundschaft gehabt. Ja. Ich habe zu Hause den besucht. Sie haben mich eingeladen zu Hause und ich habe sehr gute Zeiten gehabt in Deutschland, aber vielleicht zu besuchen, aber zum Leben ist meine Heimat. Hier ist besser, das Leben ist anders, die Kultur ist nicht so organisiert wie in Deutschland, ein bisschen freier dafür, weniger organisiert, aber freier. Ja. Ja. Hast du eine Nachricht an die Afghanen in Deutschland? Möchtest du etwas sagen? Ja, sie müssen helfen. Sie müssen helfen, was sie kann in ihrem Heimatland. Ja. Sie müssen versuchen. Wir haben keine Organisation mit einer anderen. Wir haben keine
ich versuche die Menschen zu laden, dass hier einladen zu Afghanistan, ja. die hier arbeiten muss, ja. In landwirtschaftliche, ja. Sachen, in das ist sehr, die brauchen auch sehr weniger Geld zum, ja. zum Arbeiten hier, richtig, ja. Man kann von $10,000 hier anfangen, ja. Deutschland ist so teuer, ja. Eine hohe Position, ja. Das ist, Sie sehen hier, ist Geld sehr wert. $1,000 ist mindestens 88.000 Rupi. Ja. Ja, mit 88.000 Rupi man kann sehr große Sachen, natürlich, machen. Natürlich, das Geld hier ist mehr wert. Ja, sehr wert. Ja. Und ich sage, dass die Leute, wenn wir wollen, hier ist Frieden in Afghanistan. Niemand hat von ersten Tag bis heute, niemand hat mir gesagt, was machst du, wo gehst du, was, wir sind frei. Richtig. Dass manche Leute denken, die Taliban sind gekommen und die toten die Leute und was weiß ich nicht noch mehr, aber es ist ganz Frieden. Friedlich, ich kann sehr in hoher Position Leute, die leben hier noch immer noch in Kabul. Ja. Die waren Kommandanten, die waren hohe Position in der Regierung. Position, ja, in der Regierung. Die leben immer noch hier in Kabul. Aber es gibt Geschichten, dass die Taliban diese Leute umbringen. Nein. Stimmt das nicht? Nein, stimmt gar nicht. Okay. Stimmt gar nicht. Gut. Wenn jemand kämpft gegen die Leute, natürlich, vielleicht. Natürlich. Vielleicht. Aber in Städten, ich habe bis heute nicht gehört. Das ist gut, sind sehr friedlich. Ja. Und die Taliban hat sich auch geändert. Ich war im ersten Mal auch in Kabul in Taliban. Erstes. Wie waren Sie denn früher, vor 20 Jahren? Ja, ich habe mit Auto gekommen, ja. Aus Deutschland, ja. Nach Kabul. Von Deutschland nach Kabul? Ja, ja, mit Auto gekommen, ja. Türkei, Italien, ja. Griechenland, Türkei, Iran, Afghanistan. Bin ich nach Afghanistan gekommen. Damals war ganz anders. Ja. Die Taliban und die Position hier in Kabul in Afghanistan. Aber heute ist friedlicher. Ja. Und haben wir viel Möglichkeit hier, viel Land wir haben, viel Wasser wir haben. Ja. Ich sage immer, die Leute, die haben mehr Geld, ich sage, dass Stromerzeugungsmaschinen sind sehr billig. Ja. 100 Kilowatt Wasserturbin. Ja. Wasserturbin kostet vielleicht $2,000. Ja. Wir können gute Geld machen hier. Ja, ist viel günstiger als in Deutschland, viele Gelegenheiten, viele Geschäfte. Ja. Und haben wir viel Wasser und haben wir viel Land. Ja. Wir müssen in Landwirtschaft zuerst versuchen. Ja. Wir haben viele Fabriken gebaut hier, aber wir haben keinen Strom. Ja, oft gibt es Stromprobleme. So ja. Viele, mehr als 1000 Fabriken, die arbeiten nicht wegen Strom. Ja. Die haben keine Strom. Stromprobleme gibt es hier. Ja. Der Strom kommt aus Pakistan? Nein. Woher kommt der Strom? Mittelasien. Aha. Usbekistan. Aus Usbekistan kaufen wir den Strom. Ja. Wir kaufen das sehr, sehr hohe Kosten. Hohe Kosten. Ja. Es gibt keine Kraftwerke hier, kein Kernkraft. Doch haben wir haben wir sehr Wasserkraftwerke gehabt. Wenn Sie nach Jalalabad fahren, das 4 oder 5 große Wasserkraft kommt. Das damals Zairschah gebaut, vor 50 Jahren. Aha. Ja. Okay. Aber zur Zeit, Menschen sind sehr viel in Städten lebt und die brauchen mehr Energie. Ja. Und deshalb wir kaufen von Usbekistan das Strom. Okay. Gut. Gut, alles klar. Wow, sehr interessant. Ja. Essen wir erstmal und dann können wir noch etwas sprechen. Wow, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und auch, ich habe keinen
keinen Afghanen getroffen, der so gut Deutsch spricht wie Sie. Ich habe ganz vergessen, wirklich, ich habe seit 20 Jahren kein Wort Deutsch gesprochen. Ja. Das ist schwer. 20 Jahre, ja, trotzdem noch so fließend. Ja, ich lese manchmal in Google oder manche andere Sachen. Ah, ja. Deutsche Welle höre ich immer noch. Deutsche Welle. Ah, deshalb. Das ist gut. Gutes Training. Aber ich versuche immer noch, dass ich deutsche Sprache nicht vergesse. Das ist gut. Ja, ja. Das ist klar. Ich liebe Deutschen und Deutschland. Ah, das freut mich zu hören. Ich liebe. Ja. Wirklich. Ja. Und ich liebe auch Afghanistan. Afghanistan sind dabei. So, das war Bashir. Ein sehr, sehr netter Mann. Es freut mich sehr, ihn kennengelernt zu haben. Er hat mich eingeladen zu sich nach Hause zum Essen. Vielleicht werde ich ihn einmal besuchen. Und jetzt gehe ich selber nach Hause. Ja, sieht, es wird Abend. Dunkel. Ja, um knapp 5 Uhr. Wie in Deutschland. Und es wird auch kälter. Also hier Kinder. Ja, ich habe ihnen schon sehr viel Süßigkeiten gegeben. Aber er möchte noch mehr. Ja, das ist leider so. Hier gibt es, ich weiß gar nicht, was das ist, aber es sieht sehr interessant aus. Ist das zum Essen, ja? Ah, okay. Oh, ich kenne es nicht. Aber gut, danke. Was man hier alles für exotische Produkte findet. So, das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von Afghanistan, bitte hinterlasst einen Kommentar und sagt mir, was ich filmen soll. Ja, bis dahin, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wie spät es ist bei euch. Bis zum nächsten Mal.